Ja, ja. Ist ungehorsam, ein bisschen. Aber werden die. Rauskommt, dann probier mal erst, wenn der reingeht, zum Stoppen und dann zu pfiff. Ja. Ja. Bei deinem Hund. Probier. Jetzt sind wir noch mal. Wer sollte davor? Ja. Ach, ist egal. Das Gefühl bekommt, du bist froh, dass er dir was bringt. Ja. Also, ich denke, der Landruf, der probiert. Also, der wird dir zeigen, macht was Schönes und Gutes für mich. Ja. Das zeige ich dir. Je mehr hat der Hund ja Lust für dich zu arbeiten. Okay. Probier mal, ja. Ja, dann sehen wir, wie es geht. Ja? Ja. Ja, wir sind ja O.
ist schon in Kurs. Andrea, nachher bekommst du dein Blind, liegt schon da. Ja? Wann sagst du mir dann Bescheid? Jetzt. Ja, er ist zurück. Ja, kannst du schicken. Dann kannst du... Freilich. Habe ich nichts für getan? Das ja, war eine Verleitung, wa? Ich habe den Hund so gekriegt. Ja. Immer. Einmal. Das ist eine Verleitung, ne? Ja, sehr cool. Ich bin jetzt nicht rein. Wieder auf mit meiner anderen Beine auch nicht. Keine Chance, aber die hat das irgendwie so. Ist so. Ja, dann kommt ihr beide, ihr kommt hierher und ihr beide von da unten, ihr kommt, nehmt den hier, ja? Ja. Ist das eine Tüte? Ah, da war kein Kontakt da, ja. Keine Konsequenz. Ja, ja. Ich habe eine kleine Gruppe, die sich so
Obwohl die Hose, gucken Sie mir doch. Wir müssen mal das Hose dann da morgen. Ich kann nicht gut sein. Ich weißt du, wo der Domi liegt? Ungefähr einen Meter vor ihr müsste das, glaube ich. Super. Ja. Gut. Ist auch hängen geblieben. Okay. Dann hören wir, was er runtergeht. Miriam, dann hast du einen Blind. Oh.
spørgsmål der, men inden vi laver den der gear, der hjemkald. Oh, oh, oh. Manchmal denke ich, sie vergisst schon wieder, was war. Weißt du, wenn sie so dahin schwimmt und jede Pflanze betobt und so die Ernsthaftigkeit. Gern brauchst du ihn mehr, Gerd. Gut, dann gehst du vorher bis zu hier und wenn der Hund steht und guckt. Ja, okay. Ja, ja. Wir gehen weiter zurück, so dass das. Dann probieren wir. Ja. Richtig! Gut so, gut so! Ja, komm! Ja, richtig! Ja, 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 ja. Richtig, komm! Ja, fein aus, gut so! Loben und so. Go! Er muss auch durchs Wasser zurück, ne? Ja, gerne, von liebsten. Aber da musst du, wenn der Hund den dann nicht rein, dann machst du sofort den Zurückzug. Also du hast die Pfeife zwischen die Lippen. Ja? Oh, das ist, wenn der Wind an Ort rumläuft, laufen wir, ja, dann stoppt die Wind gerade. Dann nicht stoppen. Dann nein. Ja, auch nach Beispiel zu fern. Nee, ich denke auch an der nächste. Aber der läuft gut. Go! Go! Dann kannst du vorangehen, sodass du sehen kannst, was da passiert. Go! Dann versuch mal, ja, hol den. Wenn es nötig ist zu pushen, dann machst du es. Oh. Oh.
So, Pfiff. Ja, lass das. Das können wir hier nicht verhindern. Voran! Wenn der wieder da auf der Stelle ist im Wilderkau, mach einen Stopp. Ja, komm, weil ihre da immer drin liegt. Ja, super. Ja. Zum Schluss. Ja. Aber was ich meine mit dem Stopp ist, dann bekommst du mehr Ruhe auf den Hund. Ja. Und also wenn du Ruhe bekommst, Tempo runter, geht der Nase die Nase besser. Ja. Funktioniert der besser, weil ab und zu im schweren Bewuchs kann der Tempo zu hoch sein. Wieder hingelaufen ist, ist schon besser. Aha. Das kann auch zweifelhaft funktionieren. Aber das muss man ja, also die Dinge, dass man auf jeder Hund sieht, muss man ja darauf achten und sein Training so, was soll ich sagen, planieren, nur dass man jedes Mal Erfolg hat. Ja. Aber wie vorher gesagt, jeder Hund ist ja unterschiedlich. Ja. Ja, aber ich wusste nicht, ob sie dich voran nicht macht, weil sie unsicher ist oder weil sie unfolgsam ist. Ja. Aber wie vorher gesagt, ich glaube, du sollst darauf fokussieren, dass deine Aufgaben für den Hund spannend ist. Ja. Und nicht langweilig ist und nicht mehrmals wiederholen wie die anderen. Mhm. Du musst also immer so kreativ sein. Ja. Und keine Gehorsamkeitstraining. Ja. Um hier. Ja. Nur Freude und Spaß, so dass der Hund wirklich in hohen Bereich kommt. Ja. Muss man ja auch achten, ob Thank you.
wird Leute sagt zu mir nein. Und dann sage ich, fuck. Wenn du es nicht genug anstrengst. Also ich fange ja mit dem offenen Alten, so selten an, auf dem Rasen. So ein Fünferwürfel. Miriam? Brigitte? Ja. Alter Hund, du, das ist... Ja, aber trotzdem, der Linie genau. Ist gelaufen. Ja, ja. Sauber. Ich nehme diese hier. Aber Mila hat das auch nicht mehr gewusst. Nee, Nora auch überhaupt nicht. Die hat sich an den Klick sozusagen orientiert und die habe ich vielleicht noch in der Sinne, dass wir gestern so schön lange da waren. Go!
eine Leitung vom Hase oder Rehwild, ein Fasan. Ich habe mich aufgepasst, ich habe die Pfeife, richtig, die richtig. Du warst so froh, es hat geklappt, ja, genau. Und dann hat sie nicht aufgepasst. Super. Anja? Super. Super. Zugpfiff wieder. Super, cool. Ja. Dann weiter in die Tiefe. Vorrang! Vorrang! So, Pfiff. Ja, super. Da oben, ja.
dass du sich so weit um, so dass du die Möglichkeit hast, mal zu hören. Ah, ah. Junge, komm doch mal her. Voran! Voran! Da kann man wieder so machen und auf die drei Fingern gucken. Das erste Mal, dass du Geschichte hast, war so ein bisschen locker. Ja, ich dachte, sie guckt dahin. Ja, ja, aber du gibst den Hund die Möglichkeit zu wählen. Ja. Willst du ein bisschen mit Brigitte tauchen, nur dass dein Hund besser sehen kann? Ja, komm! Prima! Wollen wir da noch hin?
Das ist noch anders, genau. Gut. Ich geh mal. Guck mal, Hundefliege. Hat er eh schon zwei? Nein, das meinst du. Wir bauen es auf. Da ist das Gelände. Das ist guter Witz. Super. Ja. Ein bisschen Freude zeigen, wenn der Hund zurück zu dir kommt. Prima. Hopp. Ja. Oh, was der Hund wirklich merkt, dass du froh bist. Since they were...